Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einem weiteren Teil Wegberg Version 8. Wir sind immer noch im Verkehrsunfall und beschäftigen mit uns mit der Einsatzleitung wieder frei ab Einsatzstelle. Beschäftigen uns jetzt direkt mal mit den Aufräumarbeiten, denn hier gibt es noch einiges zu tun. Ja, Leitstelle Kreuzheinsberg, verstanden. Dafür schaffen wir jetzt einfach mal ein bisschen Platz. Wir parken mal den Rüstwagen hier rüber. Den RTW können wir immer noch nicht heimschicken, da wird noch behandelt. Oh, hier unten hat sich noch einer versteckt. Ja, nicht Status 7, was soll ich denn? Status 1. Und ihr habt Feierabend. So, dann holen wir mal den GWL hier hoch, damit wir genug Bindemittel am Start haben, als hätte ich es gerochen. Den stellen wir jetzt einfach mal hier hin und machen da quasi die Straße dicht. Die Drehleiter, die stellen wir jetzt mal hier auf den Parkplatz, um das Ganze dann eben ein bisschen auszuleuchten gleich. Dann können wir die Lichtmasten vielleicht von den Harlefs wieder einpacken. Nach Rücksprache mit der Einsatzleitung, wieder frei ab Einsatzstelle. Sie sind aus dem Einsatz entlassen, frei ab E-Stelle, Leitstelle Kreuzheinsberg, verstanden. So, und da wir hier ja eigentlich groß keine Last haben, stütze ich jetzt einfach mal direkt ab. Das spart uns jetzt ein paar Sekunden Zeit einfach. Und da wir jetzt keine großen weiten Winkel fahren müssen mit Last oben drin, sollte das auch genügen. Zack, ist die ganze Kiste schon abgestützt. Den Korb sollten wir natürlich noch aufklappen. Ja, dann fangen wir mal an. Hier können wir mal noch den Heckwarner aktivieren. Dann können die Jungs mal aussteigen. Und dann können die sich jetzt alle hier mal formieren. Alle Jungs, die nichts in der Hand haben. Wir holen jetzt optisch einfach mal noch den Einsatzleiter hinzu. Dann können wir hier quasi so eine Art Nachbesprechung machen. Ich hätte gesagt, wir alarmieren quasi einfach mal die Freiwillige Feuerwehr hinterher für die Aufräumarbeiten. Ja, sind in dem Fall ja aber alle freiwillig. Von daher wird es ja keinen Sinn ergeben. So, was haben wir denn jetzt noch genau? 16 Ölspurteile und 4 Verletzte. Naja, das sind die 3 Leichen und die eine Person hier hinten, die mittlerweile ins Krankenhaus geschickt werden kann. Also Vollgas und Neff auch im Status 7 dann hinterher. Ja, sehr schön, der GWL. Der ist aktuell noch leer, aber sobald irgendwann mal Zeit ist, soll da vielleicht noch das ein oder andere Deko-Objekt rein. Hier Rettung, Merkelenz, RTW2, wir haben aufgenommen, alarmmäßig für den Schockraum. Maria Hilf, Mönchengladbach, Blutarzt begleitet, nicht umsteigebereit. Wir haben aufgenommen mit Sonderrechten für den Schockraum, für das Maria Hilfe Mönchengladbach. Der Notarzt nicht abkömmlich. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Leiter hier irgendwie schön positioniert kriegen, direkt über dem Unfall. Wir werden mal gleich mal die Lights aktivieren und mal gucken, ja, wie es geht. Der RTW dann jetzt einmal, wie besprochen, mit Notarztbegleitung zum Krankenhaus. Ich folge. So, das sollte dann auch gleich passen. Leitstelle verstanden. Ja, so, holen wir uns mal das andere Display hoch, starten wir mal den Generator und Umfeldbeleuchtung aktivieren, Podiumsbeleuchtung aktivieren, Arbeitsscheinwerfer am Korb. Ja, die am Leiterpark machen wir auch noch an, wie gesagt, Streulicht hat nur die Erkelenzer Leiter. Und das sieht auch von der Positionierung her schon ganz gut aus. Drehen wir das Ganze hier mal noch ein bisschen. Gut, und dann haben wir auf jeden Fall auch Licht. Damit das hier nicht so übersteuert, drehen wir mal den Lichtmast noch ein bisschen. Ja, der kann ja dann eben auch hier hinten ausleuchten. Gleiches machen wir hier, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen die dunkle Ecke wegkriegen. So, und dann haben wir doch hier eine ganz vernünftige Einsatzstelle. Ja, mal abgesehen von den Leichen. Wir schnappen uns jetzt erstmal Besen. Die werden wir brauchen, auf jeden Fall. Ein Besen, zweiter Besen, dritter Besen. Dann fangen wir mal hier an mit den Glassplittern hier. Die
zwei Jungs können sich schon mal Bindemittel runterholen. Zack. Und ja, so, erster Besen, dann fick du mal das hier. Du kannst gleich die Scherben wegmachen. Den Besen packen wir mal dahin. So, dann kann die Besatzung vom Halef mal absitzen. Die können sich auch gleich jeweils noch zwei Säcke Bindemittel schnappen. Zack, seid ihr beiden die, die es machen müssen. Und auch hier kann man nochmal zwei Jungs mit einem Besen ausstatten. So, die ersten Scherben sind weg. Hier liegen nochmal Scherben. Da liegen noch Scherben. Dann schnappen wir uns mal das Bindemittel und fangen mal direkt an abzustreuen. Habe ich dich nicht selektiert? Nee. Fangen wir mal da an. Wird jetzt gleich eh einfach erstmal ein wildes Rumgeklicke. Dann können die vier Jungs hier runterkommen. Hier können wir eigentlich auch mal noch den Heckwarner aktivieren. Gruppenführer kann mal einsteigen, der darf jetzt diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen. So, Heckwarner an. Warnblinker sind schon an. Sehr schön. Dann darfst du mal... Ach, wir haben auf allen Seiten Öl. Streu du mal hier hinten ab. Du kannst da mal weitermachen. Du schnappst dir das und du kannst mal dahin und du fegst mal hier und du fegst mal da. Und ja, in der letzten Folge durften wir auch schon viel fegen. Jetzt dürfen wir noch mehr fegen. Die beiden können sich schon mal Bindemittel holen wieder. Dann haben wir von allen Fahrzeugen was genommen. Und ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, da haben wir noch eine Riesenlache. Da können wir fegen. Hier haben wir noch eine Lache. Feg du mal da. Du kannst hier bestimmt noch einen Bindemittelsack holen. Wir werden es brauchen. Da hinten ist noch eine Linie nicht abgestreut. Was haben wir hier vorne? Da ist nichts. Hier ist auch eine ordentliche Sauerei. Da können wir erstmal noch Glassplitter wegmachen. Dann feg du mal die Pfütze, du nimmst die, du holst hier auch mal wahrscheinlich einen Sack. Bei dir warten wir jetzt mal noch. Du kannst hier drüben weiter fegen. Da können wir noch abstreuen. Ja, ist eine ganze Menge hier geworden. So, jetzt können wir auch anfangen hier hinten abzustreuen. Dann werden wir wahrscheinlich noch mehr Bindemittel brauchen. Da haben wir noch eine Pfütze. Hier haben wir noch eine Pfütze. Ja, ein Haufen Pfützen. Hier auf der Seite auch was. Nee. Oh, wir können die Leiche wegtragen. Ah, nee, das lassen wir mal lieber. Leichenschändung betreiben wir in dieser Folge keine. Beziehungsweise generell auf meinem Kanal nicht. Und auch hoffentlich sonst nicht. Ja. So, das sieht hier sauber aus. Kann hier zumindest auf den ersten Blick kein Öl mehr erkennen. Zwei Streifen hier hinten können wir noch wegfegen. Wie schaut das hier hinten aus? Da haben wir noch eine Pfütze. Hier sehe ich, glaube ich, noch eine große. Da haben wir noch einen mit einem Sack. Ja, ist wieder eine sehr schöne Einsatzstelle. Mit allem drum und dran, was man braucht. Vor allem auch die Drehleiter. Das könnte man tatsächlich häufiger mal machen, die mitnehmen. Einfach nur, damit man Licht hat. Ihr wisst ja, manchmal zählt auch einfach das Motto, the show must go on. Jetzt gibt es auch hier hinten einen Haufen zu fegen. Fegen, fegen, fegen. Ja, und in der Zwischenzeit können wir wahrscheinlich schon mal noch das ein oder andere Fahrzeug nach Hause schicken, wobei ja hier gar nicht mehr so viel auf der Map steht.
Aber den GWG, den werden wir nicht mehr brauchen. Ja, was gibt's hier noch zum Wegschicken? Das MTF, aber das wird hier wahrscheinlich eh nicht rauskommen, deswegen lassen wir es einfach mal noch da. So, ist hier sonst noch irgendwo Öl? Ich glaube zumindest kein ungestreutes mehr. Ich meine, da ist noch ein Fleck, jawohl. Da war die Hand gerade zu sehen. Zack. Ist aber auch schwierig hier in diesem Leichenfeld hier. Ja, hat es ordentlich gekracht. Ich vermute mal, er wollte hier lang abbiegen. Ja, dann ist er ihm reingecrashed. Und das Auto sieht dann so aus, als hätte das einen Folgeunfall gehabt. Ist der Passat vor das Rohr reingeschabbert. Ja, also es gab ordentlich was zu schnibbeln. Haben wir irgendwo noch Öl da? Ne, das müsste es gewesen sein. Kann ein Einsatzleiter das Ganze ja nochmal abchecken. Ja, drei Leichen und kein Öl mehr. Dann haben wir das Thema auch durch. Dann würde ich sagen, bauen wir mal den GWL zusammen. Beziehungsweise ab, was ich mit meinem zusammen habe. Fahren wir mal die Hebebühne hoch. Auch eine sehr schöne Animation. Ja, schick. Die ganzen Besen können zurück. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht mehr, wo die alle herkommen. Ich versuche jetzt einfach mal hier und da noch einen Besen aufs Fahrzeug abzulegen. Die alle von diesem Haarlifter? Kann ja nicht sein. Ne, Brustwagen vielleicht? Ne, auch nicht. Ah, Halef hat nur noch zwei, stimmt. Müsste irgendwo noch einer sein. Der hier. Können die Jungs und Mädels hier auch schon mal einsteigen. Zack. Ja, der Heino kann dann schon mal aussteigen. Können wir mal versuchen, eine Rückmeldung zu geben im ELW. Vielleicht gibt es noch mal was Neues, vielleicht auch nicht. Leitstelle 1, Wegberg ELW 1. So, Lichtmast können wir einfahren. Kommen. Eine Rückmeldung geben. Mit weiterer Rückmeldung von der Einsatzstelle gerade anrufen. Die auslaufenden Betriebsstoffe abgestreut. Das kontaminierte Bindemittel wieder aufgenommen. Ende Rückmeldung. Ja, dann hat sich doch schon mal was verändert. Ja, das ist so verstanden. Jetzt suche ich noch schnell die Jungs vom GWL. Zwei Stück waren's. Nehmen wir schon mal eine vom HLF. Die beiden gehören auch zum HLF. Du gehörst zum Rüstwagen. Dann machen wir das hier mal ordentlich heute. HLF 10. HLF 20. HLF 20. HLF 10. Ja, ganz schön was los diesmal. Da haben wir den Boy zum GWL. HLF 20. GWL. Dann kann der GWL nämlich weg, dann haben wir jetzt schon mal die Straße frei. Die hier dürften wahrscheinlich alle zum HLF gehören. Du kannst einsteigen. Du auch. Der Gruppenführer kann ebenfalls schon mal rein. HLF 10. HLF 10. So, GWL kann in den Status 1, die Jungs dürfen schon mal das Bindemittel auffüllen gehen. So, rein mit euch, rein mit euch. Der Maschinist kann schon mal alle Rollos runter machen, dass bei der Fahrt auch nichts verloren geht. Denn wir brauchen alles für den nächsten Einsatz, der bestimmt wieder spannend und spektakulär wird. Ja, 9 Mann, alle drin, also auch hier Status 1. Und ab dafür. Einsatzleiter kann schon mal zu Pol rüber wackeln. Genau, das soll es gewesen sein. Ich vermute, auch hier sind wohl alle Mann drin. Viele waren es ja nicht. Machen wir auch mal die Rollos zu. Gleiches gilt natürlich für die andere Seite. Ist auch sehr schön, wie die Trittstufe hier unten reinfährt. Zack. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen.
Ab in Status 1, zurück mit euch. Rüstwagen kann dann eben auch schon mal zurück. Ich glaube, da fehlt mir noch aber einer. Ich weiß es nicht. Egal, wenn ich muss erlaufen oder den Bus nehmen. Status 1. Drehleiter können wir wieder runterholen. Öffnen wir mal das Display, gucken wir mal, dass wir hier gleich die 0 treffen. 1 und 0. Bin ich einen Ticken drüber? Ne, sieht gut aus. Leiterpark senken und schon mal einziehen. Ja, bin mal gespannt, wann der Abschlepper kommt. Denn, ich glaube, in Österreich war das ja, da hat die Feuerwehr auch Abschlepper. Oder zumindest einen, irgendwie Wiener Neudorf, glaube ich, war das. Bin da jetzt nicht der Experte drin. So, Leiterpark gleich drin. Dann können wir parallel mal dem Einsatzleiter die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Und dann haben wir das Ding hier. Ja, ich würde sagen, mit einer guten 3 haben wir das dann am Ende gewuppt. Machen wir das ganze Licht hier aus. Stützen müssen wir gleich nur noch hochfahren. Ja, Wegberg Harlef sieht, glaube ich, auch voll besetzt aus. Ja, wie gesagt, wenn irgendwo noch Jungs fehlen, dann war es keine Absicht. Daher auch ab in Status 1. MTF ebenfalls Status 1. Einsatzleiter kann mal mit der Polizei sprechen. Währenddessen machen wir hier den Rest von der Drehleiter fertig. Komm mal runter, geh mal ran hier an den Knüppel. Korb einklappen. Stützen fahren wir links hoch. Und dann nehmen wir die auch gleich rechts noch an. Sehr gut. Und dann haben wir tatsächlich auch fast alle Fahrzeuge benutzt, die jetzt im Einsatz waren. Warum fahrt ihr nicht los? Was ist da los? Machen wir halt mal die Türen zu. Versuchen wir es dann nochmal. Ah, ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es stand wahrscheinlich vorher auch schon dran. Dann machen wir noch schnell die Rollos zu. Beziehungsweise den Dachkasten. Die ging ja fix. Also dann Status 1, parken, Feierabend. Gleiches für die Drehleiter. Status 1. Ah ne, Nebenantrieb noch an. Status 1, parken, ab nach Hause. Ja, Einsatzstelle haben wir an die Polizei übergeben. Damit können wir den ELW auch abbauen. Die Jungs der Polizei, ich hätte ja gesagt, komm, wir schicken die auch nach Hause, es regnet. Aber die können mal ruhig noch hier bleiben. So, ELW dann eben auch. Status 1, parken. Ja, nein, halt, stopp, was haben wir vergessen? Richtig, die Abschlussmeldung. Jetzt weiß mir fast passiert. Wegberg, ELW 1-2. Die gute alte Abschlussmeldung, ja. Aber sonst hätten wir auch gar nicht beenden können. Abschlussmeldung sprechen. Mit Abschlussmeldung von der Einsatzstelle. Die Einsatzstelle an den Heino 1131 übergeben. Gesamtstärke im Einsatz 4, 6, 29. Alle Kräfte Feuerwehr in Kürze frei ab Einsatzstelle. Sehr schön. Und damit hatten wir, glaube ich, zumindest rein aus dem optischen Aspekt und von der Action her eine gute Folge für 800 Abonnenten-Special. Es hätte besser laufen können, keine Frage. Wir versuchen es einfach das nächste Mal nochmal und da werden wir bestimmt besser abschneiden. Es hat mich riesig gefreut, dass du mit dabei warst. Weiterhin sage ich natürlich immer wieder abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Ich würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ja, wünsche dir bis dahin alles Gute, halt die Ohren steif. Bis dahin, ciao.